Jo, Vater Hustigler, ja, jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Mystical Legend. Genau. So, ihr Kunden werden wieder an meiner Seite und auch hoffentlich mein Controller, der jetzt mitmacht. Dankeschön. So, die Erde bebt immer noch. Ich habe für euch natürlich, wie gesagt, die Schlachtfelder vorbereitet. Und ich würde mal sagen, wir machen die zwei Kämpfe und hoffen auf erfrischende Belohnungen. Schauen wir mal. Gucken. Schauen wir mal, was wir Schönes kriegen, ja? Übrigens, ich bin jetzt Level 21. Ich habe offscreen bin ich auf 2 Level gekommen. Und nein, eines davon habe ich nicht nochmal am Vulkan gefarmt. Nein, überhaupt nicht. Mhm. So, damit das Kein klar Sinn. Ist. Ich wollte nicht so einen Rückstand hinter Rubens haben, ja? 1200. Naja. Gut, Erfahrungspunkte. Ist halb so wild. So. Da bin ich jetzt gespannt, was wir hier kriegen. Du hast nämlich angedeutet, wenn dich deine Erinnerung nicht trügt, könnte hier etwas Praktisches versteckt sein. Ja. Schauen wir mal. Da sieht der Kobold nur Sterne. Schön. Kleine, feine Sterne. Okay. Und? Die Donneraura. Cool. Das nenne ich ja mal auramäßig gut. Hast nicht gelogen. Da war was Geiles drunter. Ja. So. Ein kleiner Rückweg zur Feuerburg, weil natürlich das Offscreen-Kämpfen hat mich ein wenig Energie gekostet. Aber nur ein klitzeklein wenig. Merkt man nicht, aber an Magie mangelt es mir eben. Deswegen. So. Und wir kommen in ein Dungeon und da wollen wir natürlich bestmöglichst vorbereitet sein. Yippie! So, wir haben Zelda getroffen. Wir haben Zelda getroffen in einem Part. Vielleicht treffen wir heute mal Link. Schauen wir mal. Ja. Und dann Ganondorf. War ein schönes Easter Egg. Ja. Ach komm, jetzt müsste noch der Krieger des Lichts auftauchen. Das ist wenigstens von Final Fantasy 1. Ja. Wenn wir schon bei dem Zeitraum sind. So. Lava Dome. Heute das Konzert von Chocobo 19. Okay. Wir haben wieder zwei Wege. Na gut, da ist eine Öffnung. Da will ich rein. Ich schau mir an. Oh, ein Ninja. Hey, sieht ja cool aus. Komm her, die schnetzle ich mal. Das Vögelchen. Ninja und Rohrhenne. Die Schlachtaxt. Oh, wie er sich versteckt. Geil. So. Und da ab mit dem Kopf. Aber die Gegnerchen hier teilen schon ein wenig gut aus. Ich brauche selbst nach dem ersten Kampf jetzt schon fast Heilung wieder. Boah, geht. Schauen wir mal, was haben wir hier Schönes? Außer irgendwelche... Oh, ich bewege mich mal komisch, Leutchen. Okay, da... Ernsthaft? Eine normale Kiste? Die interessiert mich ja gar nicht. Ich glaube, die normalen Kisten auf die pfeife ich, weil da gibt es eh nichts Gescheites drin. Nicht, was ich... vielleicht Zaubertränke vielleicht. Ja, die brauche ich jetzt sicher nicht. So. Aber die kannst du auch kaufen. Ja, so in etwa. Schauen wir mal, ob die Axt gut gegen das Vögelchen ist. Aber ich glaube mal nicht. Ich habe nichts, was das Vögelchen irgendwie anhaben könnte. Alter, was ist da los? Was ist da... Er blindet auch noch. Na, Halleluja. Schauen wir, ob du triffst. Nice. Cool. Der Rubens, der kann. Kannst du deine Favoritenwaffe benutzen? Okay, ja, mache ich dann gleich. Ist zwar schwächer, aber hat halt Statusveränderungen, die du austeilen kann. Und zwar mehr als die alte Kralle sogar. Okay. Kannst ja mal im Menü nachgucken, was die alles kann. Ja, schauen wir mal. Gutes Argument. Wow! Das ist nicht schlampert. Okay. So, da du ja das... Ich dachte, du heilst das. Okay, dann doch nicht. Dann machst du den Heilzauber und dann machst du nochmal das hier. So. Ich will da nach hinten schauen, weil da steht eine Ansammlung von Menschen. Nein, von Leutchen. Ja. So. Was?
Es hielt sich, Drecksvogel. Okay, soll mich nicht sterben. So. spüre den Morgenstern. Guten Morgen. Ja. Ohne Sorge. Okay. Naja, ich muss da mal was erledigen, weil ich möchte schauen, ob ich da irgendwie weiterkomme. Da hinten. Schauen wir mal. Ja. Alles wird... Alter, was ist der Ninja Boy? Keep cool, Junge. Ich verstehe es nicht. Joko kann immer wieder Level abbekommen und er braucht für die Gegner immer 2 Runden. Er braucht... Alter, das war jetzt unnötig. Wehe, wehe, wehe. Arschloch. Wach auf. Gut. Aber warum braucht Joko immer 2 Runden? Ist der so altersschwach? Alter. Vielleicht halt noch nicht so stark wie uns. Und hat halt eine sehr starke Waffe mit seinen Morgensternen. Also da haben wir eine nette Ansammlung von Monsterchen. Kann ich darüber hüpfen? Nein. So, die Steine... Ah, Moment, wir haben ja... Ja! Bömmchen! Was ist mit dem da eigentlich? Okay. Na, lassen wir das mal. So, vielleicht haben wir da ein geiles Item da hinten. Medusa. Zumindest Gorgona, das ist Medusas Schwester. Wow, den machen wir mal schnell weg. Den hätte ich als Endboss gebraucht. So. Was ein Noob. Das schaut irgendwie wie der richtige Weg aus. Es ist schon ein bisschen heftig hier drin, ne? Ja. Komm, schlaf ein! Sink in den Boden und halt die Klappe! Na, so mit Betäuben und Einschlafen, das habe ich nicht so gemeint. Ja. Solange ich verrate nicht so viel, wenn ich dir sage, dass hier wieder ein Item versteckt ist in diesem Dungeon. Ja, ist das in jedem Dungeon. Das habe ich mir schon gedacht. So. Nur die Befürchtung liegt nahe, dass ich wahrscheinlich ver... Oh Gott, das wird... Ich glaube, Joko wird gleich mal drauf gehen, aber das ist mir jetzt sowas von Schnurz. Effektiv sogar. Moment, da könnte ich die Axt probieren. Wehe, wehe, wehe. Okay, das ist auch nett gewesen. Der Vampire. Necklord! Das ist interessant. Der Panikmeister, weißt du, an welchem Spiel das angelehnt ist? Ah, da ist die Truhe. Ich hab sie schon. Geil, ich habe gleich den richtigen Weg gefunden. Nein. Auf was ist wenn es das ist, gibt glaube ich dann gibt Megakisten dann, wenn das nicht die ist, die ich meine. Ja, du kannst mir dann sagen, dass ob es die ist. Kannst mir dann gleich sagen. Wisst ihr was? Wir haben mal einen schönen Bombenterror da rein. Bombe! Welche Anspielung? Auf was jetzt? Warum ist das normal? Hä? Ah ja, der Name des Gegners eben, der Panikmeister. Weißt du, aus welchen SNS-Spielen der Name kommt? Terranigma? Nein. Also Secret of Mana? Jo, da hieß der ein Endboss hieß der Panikmeister. War auch so eine Fledermaus. Ah, okay. Na, danke für die Info, für das. Wie sagt man denn mal? Nutzloses Wissen? Nein. Nein. Fun Fact. Ich nenne es Fun Fact. Das klingt netter. Das klingt netter. Aber ich mag sowas, ehrlich gesagt. Ja. Daneben! Geh doch mal ein bisschen trainieren, mein kleiner Ninja. So. Also wenn das mit den Punkten so weitergeht, bin ich ja bald wieder Level up. Ja, es geht. So, was haben wir hier? Saturnhelm, ist das der Gegenstand? Ja, da war das. Nein, da war es ein anderer. Es sind nur ein zweiter dann hier. Okay, aber ich habe immerhin etwas gefunden. Was macht denn das? Abwehrgesamt 34. Okay, schützt vor Feuer. Ich glaube, ich habe Feuerresistenz. Ja, das kann gut sein. Ja, super, jetzt habe ich die Rubensresistenz. Welcome to Rubens World. Na, nice. Wieder ein Gegenstand erhalten.
habe das nicht mal beabsichtigt. Na, oh ja, eigentlich schon. Weil ich möchte alle Gegenstände haben. Ja. Hep, hep, hep. So, jetzt weiß ich nicht, ob es da rechts weitergeht. Das heißt, wir werden hier noch ein kleines Gegnerlein vernichten, damit wir da durchkommen. So, ich nehme mal die Axt des Grauens wieder. Bam! Schlafe, mein kleiner Vogel, schlafe ein. Und, habe ich Resistenz auch? Ja, nice. Ich habe... Oh, Rubens geteilter Damage. Süß. 2x38. Yeah. Okay, genug. Heiltrank nehmen wir mit, ja. Und Ambrosia nehmen wir benutzt. Auch mit. Ja, und lass mich doch. Meine Sache. Was ein Messi. Ich sammle gerne. Okay, da geht's anscheinend auch weiter. Na dann, mach mal den Weg frei für kleinen Schokolein. Oh nein, ich will die Zustandsveränderung. Ich will die Zustandsveränderung, die eh nicht eintreffen. Ich glaube, die Gegner sind alle irgendwie immun dagegen. Haha, Resistenz 38. Oh, weniger, schön. Es ist ja nur eine bestimmte Prozentzahl, das ist auch gehalten, denke ich mal. Oh, Gift! Ah, da haben wir es ja. Ja, wenn man, wenn man vom Teufel spricht. Oh, scheiße. Der Angriff ging nicht durch. 38. 5! Ja, yeah, ich bin besser als Rubens. Ich habe eine höhere Verteidigung. Hehe, Edge wie Badge. Rubens Power! Nice. Mach den Platz frei. Ich will hier weiter. Immer weiter, immer heiter. So, habe ich jetzt eine richtige Öffnung gefunden? Es scheint so wieder. Okay. Jo mai, jo mai, jo mai. Gib mir mal ein Level up, komm. Junge, gib her, gib her. Gib schon her. Du, Schädelpfeil. Okay. Autsch. Autsch, das... Na gut, ich erinnere mich gerade. Kann sogar sein, dass es das drei Kisten gibt, sogar theoretisch. Aber das dritte ist halt... nicht ganz so interessant. Also ist wichtig, aber halt... Also wenn es wichtig ist, werden wir es holen und aus. Ja, musst du eh holen. Wenn das ist, was ich denke. Ach nee, doch nicht. Quatsch, ich erinnere mich wieder. Hast du das jetzt bald? So. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Bin mir nicht 100% sicher. So, da haben wir wieder die Anspielung. Der Panikmeister! Ich habe mich offscreen ein bisschen schlau gemacht. Und zwar zwischen der deutschen Fassung und der englischen Fassung. Da habe ich ein bisschen was gelesen, das kann ich euch jetzt einmal sagen. Natürlich bei der Übersetzung von Englisch auf Deutsch, ja. Hat man es natürlich nicht 1:1 übersetzt, wie ihr seht, sonst. Aber in dem Fall ist es auch gut, weil aufgrund dessen sind auch diese lustigen Namen entstanden, ja. Wie zum Beispiel dieser Madenfresser, der heißt sicher auch im Englischen mit was anderem, ja. Das ist einmal das eine. Dann ja. Habe ich noch gelesen, wie heißt der Typ, der uns letztens mit dem Schloss geholfen hat? Tristan? Ja, Tristan war das, glaube ich. Da habe ich gelesen, der ist im englischen Original eigentlich frech und geldgierig. Ja, er verlangt Geld, glaube ich, für seine Dienste sozusagen. Und hier in der Version ist er nett. Ja. Oh! Da mein Teleporter. Nein, ist kein Teleporter. Okay. Dann habe ich noch gelesen, wenn wir schon von guten Rubens reden. Oder war es Rubens? Ich weiß nicht. Ein Charakter auf alle Fälle. Oh, da haben wir eine schöne... Ach, der Schalter für die Tür wahrscheinlich. Ah. Ja. Cool. Wo ich erst dachte, das wäre eine Kiste mit dem Schlüssel, aber das ist doch nicht. Ja, macht nichts, aber brauchen wir ja, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es der gute Rubens war, aber ein Charakter auf alle Fälle im Englischen hätte, und jetzt haltet euch fest, bestimmte Zitate zitiert aus den Schwarzenegger-Filmen. Also Terminator, ne? Schade, dass die das irgendwie nicht ins Deutsche gebracht haben. Das wäre nett gewesen, so. Hasta la vista, Baby. Auch noch nicht. Hasta la vista, Baby. Ja, das wäre was. Das könnte sowohl zu Rubens als auch zu Tristan passen irgendwie. Ja, wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen, aber auf alle Fälle habe ich nur gelesen, ja, dass eben besagtes so wäre. Aber ich spiele die deutsche Version, weil
Wir sind zwar das Englische mächtig, aber wenn ihr Suikoden 3 kennt, dann wisst ihr, warum wir am besten die deutsche Version spielen, ja? Ja? Nein, Scherz. Wir haben uns bemüht, ja? Ja, so ist es. Wir haben unser Bestes. Wir sind ja keine Weltmeister. Wir waren stets bemüht. Wir sind ja keine Weltmeister. So, wenn ich da runtergehe, komme ich nicht mehr rauf. Will ich das? Ne, wir waren stets bemüht. Ach, scheiß drauf, ich will das. Lass mich runterfallen, lass mich runterfallen. Ich finde das so schön. So. Dämonenpack. Aber eine Kiste gibt's auf alle Fälle noch. Ja. Gut. Komm, no damage one. Ja, no damage one. Was? Was? Warum hat der... Oh, okay, no damage one. Er ist noch drin. Ich bin noch drin mit no damage one. Warum hat er denn nicht gekillt? Was für ein Item ist deswegen? Wusste ich, dass es... Von dem Saturnhelm wusste ich nicht mehr. Okay, dann mach nix. Aber von den anderen weiß ich noch. So, dann mach mal... Aha, da geht's... Oh, wie komme ich denn da? Warte. Gehen wir da noch nicht runter? Gehen wir mal nach rechts. Schauen wir mal, dann kommen wir vielleicht da rauf. Mal auf dem rechten Weg bleiben. Das ist nicht mehr witzig, Junge, gell? Also solche Jokes solltest du vielleicht bei deinen eigenen Videos dann unterlassen. Das wäre vielleicht von Vorteil. In dem Fall würde ich den 2 kriegen, wenn irgendwer was bemängelt. Ja, toll. Freue mich. Ach, das wird dir nicht passieren. Das ist doch... Ja, du meinst, weil eh keiner zuschaut. Nee, deswegen nicht. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, dass man das vielleicht bannen würde. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ist mir auch wurscht. Interessiert mich nicht. Wir spielen hier Mystic Quest Legend, ja. Suikoden und 3 wurde auch nicht gebannt. Und da haben wir quasi permanent diese Witze gemacht. Das war Suikoden 3. Ich habe aber immer schon allergisch auf sowas reagiert, ja. So. Lass mal's jetzt aus. Du hast ja teilweise sogar mitgemacht. Du hast teilweise angespornt. Ja, mitgehangen, mitgefangen. Ja, man muss sich unter... Okay, ich sage jetzt nichts. Aus jetzt. Aus! Schluss! Böser Suikoden-Fan! Nicht gut. Sitzplatz, Peng, aus. So, jetzt gehe ich doch darauf wieder. Alter, wir brauchen immer ein, zwei Parts für einen Dungeon. Ist doch abnormal, oder? No. Nein, ist eigentlich normal, weil die Dungeons sind groß. Ja, die Dungeons werden ja auch nicht kleiner. Nicht? Ich dachte, es wird einfacher bis zum Ende des Spiels. Schoko-Level up! Das genieße ich förmlich, oh ja. So. Da war ich vorher schon. Genau, da ist der Eingang. Das unterlasse ich jetzt mal bitte, darauf zu gehen. Wir gehen mal da oben weiter entlang. Das sieht so aus, als ob da noch die Kiste sein könnte. Uhuwei. Wer weiß. Gucken, ich weiß ja mal nicht mehr, wo die genau ist. Ja, ja. Du hast bis vor kurzem noch nicht mal gewusst, dass es 2 oder 3 Kisten sind. Wohl bemerkt, ne? Aber wie gesagt, bei dir ist es ja schon länger her. Es ist schon länger her. Ja. So. Ich will mich auf alle Fälle nicht raus teleportieren. Das wäre mal auch ein Vorteil. So. Nicht? Nein. Ich weiß, was mir dann blüht. Alle Gegnerchen nochmal. Hurra. Da kommt Freude auf, ne? Ja, schon. Überhaupt, weil ich mir leichter tue. Und quasi den Weg markiere, wo ich schon war, ne? Mit dem besiegten Gegnerchen. Deswegen. Okay, da geht's auch nicht weiter da. Oh, Alter. Gut, die Tür führt zum Endboss. Das ist, glaube ich, logisch und klar. Ja. Das sollte zumindest klar sein. Was haben wir denn dahinter noch? Baphomet. Oh mein Gott, 5 Damage! Oh, es sind sogar noch 4! Ich steigere mich mit meiner Verteidigung. Alter, ja. Junge, was tötest du nicht? Klar gesagt. Haha, nicht mit mir. Und tschüss. Hört mein Schwert zerbrochen. Hört mir eins aufs Haupt gegeben. Ja, schön. So, was haben wir denn da links? Nichts. Gut. Der Weg haben sonst. Gehen wir mal da rein. Da wahrscheinlich auch mehrere. Nein. Oh, Truhe. Ich sehe die Truhe. Hä, was sind das für Glitzersteinchen, süß? Wir gehen mal nach rechts, zur Truhe.
Jo. Nee, du machst mir Panik, Junge. Ich will dich nur von... Ja, da, guter Start. Guter Start in den Kampf. Gefällt mir. Rubens, du bist dran. Zeig mir die Rubens-Keule. Höllenqualen. Okay, das war jetzt gerade nicht so höllisch. Eine Mimik. Ja, das wird mir noch fehlen in dem Spiel. Eine Truhe, die Hälfte dich auseinander nimmt. Ah, ich hab das Passende für euch. Hier, bitteschön. Insektenspray, Madenfresser. Special Attack Insektenspray, oder was? Hast du auch Madenfresser bei dir? Kanto? Okay. Der war gut, ja? Ja. So, wir vernichten mal den Fetten in der Mitte. Ist klar. Ja, das macht mir doch nichts. Okay, wenig. Aber ich habe eine höhere Feuerverteidigung als Ruben schon. Das ist schön. Ja. Aber der Tornado gefällt mir gerade nicht, ja. Silberschwert! Okay, nicht mal... Nein, Rubens! Bitte! Tu was... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay. Also, wenn du jetzt nicht triffst, Rubens, sehe ich schwarz. Okay, ich sehe helles Licht am Ende des Horizonts. Und nochmal helles Licht. Sehr schön, sehr schön. Ja. Obwohl helles Licht am Himmel sehen, heißt ja eigentlich, dass man den Tod entgegen... Und weißt du, was ich drauf sag? Bombe! Was? Die fliegt gar nicht so weit? Scheiße! Okay. Ich hab ne Bombe verschmissen. Nein! Kannst du nur. So, komm her. Gorgona, Bitch. So. Big Boss. Moment, für dich habe ich ein schönes Schwertchen. Du erledigst den. Was? Ach ja. Das hättest du vielleicht wissen müssen, dass dich bei Kontaktattacken wird. Doch, du Grund dafür, dass du kannst dich versteinern. Okay, der Kampf ist geil gerade. Ich sehe es. Ja, es ist natürlich wie Medusa. Schön. Ja. Ja, es wäre nett, wenn ich mal meine Items verwenden könnte. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank für nichts. Hm. Ah, da tut er was. Da tut er was. So. Zeig mal her den Rucksack und mach mal das hier. Schön. Einmal getroffen ist keinmal. Viermal? Alter Falter. Boah, da hat es relativ wenig Schaden gemacht. Ich will daher... So, du erledigst mal sie, bitteschön. Also es hat doch letztens geklappt, oder? Ich habe einen normalen Angriff gemacht. Okay, es reicht mir gleich mit dir. So. Was machen wir gleich anders? Magie? Jetzt, ja, ja, das habe ich ja jetzt vor. Ich weiß nicht, gegen was sehr anfällig ist. Nehmen wir mal Wasser, scheiß drauf. So. Kannst du einen D-Runner auch einsetzen? Ernsthaft? Das hebe ich mir für den Big Boss auf. Da ist sollte reichen. Nebelaura stärker. Als die D-Runner-Aura. Junge! So, scheiß drauf. Der wird jetzt wieder versteinert wahrscheinlich. Komm, komm, komm. Nein, jetzt nicht. Na, klappt doch. Danke. So, was habe ich mir verdient? Die Lebenszauber. War das das Item, was du gemeint hast? Ja, geil. Geil. Okay. Dann haben wir Item Nummer 2, aber du bist ja nicht sicher. Vielleicht gibt es ja noch eine Kiste hier. Ich glaube aber nicht. Das werden wir wahrscheinlich schon bald wie möglich feststellen. Was ist da mit den Glitzer? Ich weiß nicht, was es hier noch geben soll. Außer normale Kisten. Wahrscheinlich da oben. Was sind das für Glitzerdinger? Okay, da oben ist nur der Weg. Ja, ich muss den einen trotzdem killen, weil vielleicht geht es da oben links noch lang. Sorry, Leute. Das mache ich jetzt nicht, um Erfahrungspunkte abzusnatchen. Die werde verziehen. Aber natürlich, Erfahrungspunkte nehme ich nebenbei mit, wenn sie schon so gegeben werden, ja.
Ihr mit eurer scheiß schweren Treffer. Ja, und schon wieder kann ich ihn healen dann gleich. Toll. Genau, 46, das ist nix. Nada. Null, niente, nada. Nothing. Genau. Okay, da ist kein Gang nach oben. Okay, das war's. Das heißt, mit nein, die Bitch bekämpfe ich sicher nicht. Nein, nein, die will ich nicht. Nicht? Nein. Kein Interesse? So, du erledigst mal einen Gegner, wenn es geht. Dankeschön. Der macht das den Witzige ist, wie ich, wenn ich mich richtig erinnere, müssten die jetzt gegen, also müsste der jetzt, dieser Jin, jetzt gegen den Wasserflug allergisch sein, aber geht das zu den Boss-Fight. Okay. Naja, wir sind auch im Vulkan, warum nicht, ja? Ich kann hinkommen. So, du hast eh noch genug. Dann machen wir mal das bei dir. So. Da komme ich jetzt wo raus, aber schauen wir mal wo. Ja, ich nehme mal das mit. Vielen Dank. War ich da? Bin ich da unten? Ich glaube, da bin ich reingegangen, gell? Da war jetzt nach dem Abkürz einfach nur. Ach, scheiße. Weil du warst ja eigentlich schon überall dort. Oh, seh nur der. Glaub nicht. Komm, ich sag nix. Es ist zwecklos. Hm. Wow. Mega Damage. So. Plapp. Genau. Genau, da sind wir fertig. Das waren einmal die, genau. Ja, dann bleibt, glaube ich, weil oben rechts ging es ja auch nicht mehr weiter lang. Dann schauen wir noch mal einmal noch mal ganz runter. Aber auch nichts mehr passt. Na, jetzt musst du irgendwie zur Tür kommen. Tür gelangen. Ja. Und so, oh ja, da haben wir noch was. Wahrscheinlich eben mittels dem. Obwohl, da bin ich ja... Bin ich da nicht rausgekommen? Bist du eigentlich dort? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, musst du gucken, aber ich glaube nicht. Nein, da bin ich nicht. Das hätten wir ja nicht mehr gemacht. Stimmt. Na wohl, nein, den könnte ich ja ausgelassen haben auch. Weil da unten ist ja nur eine Truhe. Angeblich. Das werden wir jetzt gleich feststellen. Alter, warum überlebt der mal knapp? Rubens, was ist los? Und der wird ja nicht stärker, Rubens wird immer auf dem gleichen Level. Ich meine nur, der schwächelt, der Junge. Was ist da? Kruzifix noch einmal. Das gibt's ja nicht. Jetzt greift sogar ich schon früher an, hallo? Ich glaube, den tut das Alter nicht gut, dem alten Sack. So. Du hast schon genug, freut mich. Ja, ich glaube, da muss ich eh hier rein dann. Ja, da war ich noch nicht. Sehr schön. Machen wir mal an auf Speicherung. Speicher, Speicher! Ja. Sicher ist sicher. Genau. Sollte das jetzt ein Wortwitz sein? Nö. Sichern ist sicher. Man weiß ja nie, ob der irgendwann mal abschmiert. Du, sichern ist sicher. So. Siehst du, ich benutze meine Heiltränke, weil es eh nicht anders geht. So. Alter, bist du mich verarschen? Ich glaube, Verkleinung kann man auch heilen mit Lebenszauber. Ist mir wurscht. Alter, komm, Vögelchen. Okay, wenn er mich jetzt... Scheiß drauf. Okay, er ist tot. So, bist du wieder entsteinert? Das wäre fein. Dankeschön. So, oh, da meine Truhe. Die brauche ich wahrscheinlich eh nicht. Also gehen wir da lang. Da lang. Mein Gott, schon wieder so viele. Da du den eh nicht mit einem Schlag erledigst, gehört dir der Ninja. So. Schwachmat. Jetzt ist er verwirrt auch noch. Ja, Rubens, ne? Willst nicht deinen eigenen Teammate angreifen? Komm. Ich weiß, du kannst es. Du schaffst das, Rubens. Greif mich an. Ach, da lache ich. Okay, er schafft es nicht mehr, mich anzugreifen. Was für ein Arsch. Der war ja aus der Verwirrung raus. Ja, eben. Was für ein nutzloser Teammate. Nein, nicht schon wieder die. Nein. Ach, scheiß drauf, ich geh aufs Ganze. Angriff! Beide! Okay, er hat's überlebt. Scheiß drauf. Keine Erfahrungspunkte. Okay, Lavadom, die zweite. Haben wir da wieder ein kleines Schieberätselchen? Oh, da oben ist was Grünes. Der ist neu, glaube ich.
Ach, gehen wir mal den. Oh je, Mini. Ja, Leute, es wird nichts mit dem Part. Wir werden nicht fertig mit dem Dungeon. Schön. Aber ich schätze mal, das wird der richtige Weg sein. Anders ja, geht's eh nicht. Auch. So. Aha. Okay, ich kann ja über die Abgründe springen. Das ist ja nicht das Problem. So, was bist denn du für ein Vieh? Ah, eine Echse. Ich glaube, gegen die war aber die Axt auch gut, oder? Na, kann man da. Na, doch nicht. Autsch. Autsch! Ja, greif den guten Rubens an. Greif den Rubens an. Der hat dir etwas angetan. Der hat deine Familie getötet. Greif den Rubens an. Brave Monsterchen. Brave Monster AG. Fass. Schon wieder die Drecksdinger hier. Echse, Fass. Ich glaube, da werde ich doch freiwillig mal den Rückzieher machen. Rückzieher, warum? Und auf diese Seite schauen, ob es da noch was gibt. Das Raufklettern sieht gerade nur so aus, als ob das nur zur Kiste führt. Deswegen kann ich mir das vielleicht ersparen mit der Gorgona da. Das unnötige Kämpflein. Ja, drei! Musst du gucken. Okay, dreimal irgendwas. 71. Aber ich befürchte irgendwie, dass du noch klettern musst. Oh. Hä? Ist da... Ist das Sackgasse? Nein, darüber. Ja. Ah, ja, oh ja. Ich muss darüber springen. Okay, scheiß auf die zwei Kisten da oben. Oh je, meine. Ach ja. Blätten wir den, ist glaube ich gescheiter. So, ich brauche mal das hier für mich, danke. Ist glaube ich gescheiter, wenn man sich das jetzt mit denen antun. Oh, scheiß drauf, Geiz ist geil. So. Bäm! Wow, das haut ja mal keinen aus den Socken. Was hast denn du geglaubt, Joko, bei drei Gegnern, ne? So, dann nochmal. Ich hoffe, ich greife nicht das erste an. Also für das, dass ich eine Feuerresistenz habe, hat mir das gerade sehr viel abgezogen. Beunruhigenderweise. So. Ja. Jetzt greift der Rubens an, was hörst du? Ja, das ist, wie gesagt, ist ja hier. Die Initiative ist zufällig hier, leider in diesem Spiel. Ich gebe dem Spiel auch gleich zufällig einen Tritt in den Arsch. So. Und Leute, seht und staunt. Wir werden wahrscheinlich jetzt den kürzeren ziehen. So. Der gute Rubens wird gleich versteinert werden. Nicht unbedingt. Nein, doch nicht. Sehr gut gemacht, Rubens. Aber er ist ja blindet, aber das. Er hat den. Er braucht nichts sehen, weil er ist wie Chuck Norris, er trifft alles. So. Na bitte, sag ich doch. Ich lass Rubens jetzt mal ein wenig erblinden. Oder erblindet, vielleicht gibt es dann die ein oder andere kuriosen Gegebenheiten. So, Five of the Keys. Ja, ein kuriosen Gegner, dass der Game Over geht, vielleicht. Da will ich rüber. So. Ah, der Rubens, wie gesagt, der braucht nichts sehen, der tastet sich voran. Okay, er hat gerade in die falsche Richtung geschlagen, das zähle ich nicht. Das zähle ich nicht, nein. Der gute Rubens macht das jetzt, so. Du kriegst jetzt die goldene Mitte, weil dann triffst du immer... Oh, ich habe falsch gedrückt. Aber er hat trotzdem getroffen, sehr gut. Braver Rubens, hast gelernt draus. Richtige Richtung geschlagen, so. Da geht's eh nicht weiter, dann darauf. Schalalalala. Der kleine Rubens, der macht das. So, das ja, der macht das schon. Du hast vier Runden Zeit, deine Gegner zu blätten. Du schaffst es, Rubens! Oder auch nicht. Ja, das kann jetzt in die Hose gehen. Das ja. Kann jetzt in die Hose gehen, weil die sind ziemlich stark, die Gegner, oder? Na, ein bisschen Spaß muss sein, komm. So, Joko erledigt ja. Mal den ersten. Rubens, Chance Nummer 2. Du schaffst es. Komm, ich vertraue deinem Blindness. Dasein. Jawohl.
Dann stirbst du halt. Die Foreness. Wer ist vergiftet? Keiner? Okay. Na bitte, der Rubens, der kann das. Ich glaube, sein Morgenstern bewegt sich von alleine. Ja, er ist zielsuchend. Ah, jetzt habe ich den ultimativen Trick. Pass auf. Ich kann nicht versteinert werden, wenn ich nicht in ihre Augen schaue. Genau so ist es, ich bin blind. Irgendwie bezweifle ich, dass das funktioniert. Schauen wir mal. Na bitte. Hat ja funktioniert. Blindness sei Dank. Zeigst du mir das nochmal beim schnellen Ninja? Das wäre nett, Rubens. Komm, zeig's mir. Komm, zeig's mir. Oh, der war zu schnell. Okay, jetzt schläft er eh. Gute Nacht. So. Du bist aber nicht blind, oder, Choco? Kommt mir aber manchmal so vor. Ja, das gleicht's wieder aus. Schön. Nice. Gut, wie schaut's aus? Wo sind wir immer noch? Da geht's raus. Ich hoffe, dass es dort auch weitergeht. Wenn nicht, habe ich ein kleines Problemchen. Ja. Würde mal sagen, wir machen einmal noch das hier. Dann sind wir ungefähr gleich. Und dann verwenden wir doch einmal doch das hier. So. Dann. Ja, ist vielleicht besser. Würde ich mal sagen, vielen Dank, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, falls ihr kommentiert habt. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder mit Let's Play Mystic Legend. Richtig. Vielen Dank und ciao, ciao. Jo, ciao.